Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein paar Rezensionen und zwar diese drei Stück und ich würde sagen, wir fangen auch gleich schon an. Und zwar der erste ist nämlich Sandy Claus, Santas Tochter von Ashley Gilmore. Es ist der 9. Band der Princess in Love Reihe und kam 2016 raus. Und hat 129 Seiten und hier, wie der Titel natürlich schon sagt, geht es um Santa Claus, seine Tochter. Und das Ganze dreht sich in Nordpol. Und Sandy ist natürlich ein bisschen unzufrieden, da sie natürlich jetzt nur den Nordpol gesehen hat und immer ein und dasselbe Tag für Tag macht. Und sie möchte halt wirklich auch mal die Welt bereisen, so wie ihr Vater an Weihnachten. Beziehungsweise die Elfen, die ja das ganze Jahr über die Menschen beobachten und dann halt bestimmen, auf welche Liste sie kommen. Und ja, und dann bekommt sie natürlich eines Tages die Chance, wo sie für einen verletzten Elfen einspringen muss und sie muss nach Boston reisen, um die Menschen dort einzuschätzen. Und ja, sie hat natürlich riesige, riesige neue Eindrücke und sie kann das Ganze auch nicht so verstehen, wie die Menschen leben und das ist halt alles so, sage ich jetzt mal, so langweilig, so öde und so trist ist, dass keiner fröhliche Farben trägt und nicht wirklich jemand in Weihnachtsstimmung ist und ja, das Weihnachtsgefühl verbreitet oder halt fühlt und ja, dass jeder nur an sich denkt und das halt auch, ja, so wie die Menschen halt heutzutage leben, nichts mehr wirklich mit Weihnachten zu tun hat. Und sie hat halt die Aufgabe, diese Liste, die der Elf angefangen hat, natürlich bevor der Weihnachtsabend ist, zu Ende zu führen. Und somit muss sie dann Menschen beobachten und einschätzen, auf welche Seite sie kommt. Und sie lernt natürlich dann auch ein paar Menschen kennen und unterhält sich natürlich auch mit dem und so ein bisschen das Ganze drumherum auch mitzubekommen, warum die so frustriert sind, warum die so negativ gestimmt sind. Ich fand es eigentlich ganz okay. Es ist wirklich eher ein Weihnachtsbuch, weil es halt wirklich sich nur um Weihnachten dreht. Ich habe natürlich auch noch so einen wunderschönen Sticker und eine Karte, die signiert ist und meine Ausgabe ist auch signiert, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Und es ist auch wieder ein wunderschönes, ja, Kleid sozusagen drauf. Und ich muss sagen, auch die Aufmachung, dieses dunkelgrün, das passt perfekt. Ja. Dann habe ich jetzt nur noch den letzten Band der Reihe vor mir und ich bin sehr gespannt. Ich muss sagen, das hat ja jetzt nichts wirklich mehr mit der Princess in Love Reihe zu tun gehabt. Aber es ist offiziell der 9. Band dieser Reihe. Und der 10., ich glaube, der fällt dann auch schon so ein bisschen aus der Reihe. Aber ich bin gespannt und lasse mich natürlich riesig freuen, was da noch so passiert, was ich da noch so erfahre im 10. Band. Ja, werde ich dann sehen. Dann habe ich gelesen gehabt den 2. Band der Bad Romeo und Broken Juliet Reihe und ja, was soll ich sagen, ist der 2. und ja, finale Band kann man es jetzt nicht wirklich sagen. Das Büchlein ist im Fischer Verlag erschienen, kam 2014 raus und hat 396 Seiten. Und was soll ich sagen, die Hauptstory haben wir natürlich schon im ersten Band kennengelernt. Und ja, und im ersten Band wie im zweiten ist es natürlich immer so ein Switch zwischen den Welten. Also man ist einmal in der Gegenwart und einmal in der Vergangenheit. Und ja, das, was wir halt aus der Vergangenheit erfahren, verstehen wir halt besser, warum es in der Gegenwart zwischen den beiden so ist, wie es halt ist. Die Hauptprotagonisten Ethan und Cassandra dreht sich sehr und ja, ich will jetzt auch nicht großartig spoilern, deswegen, es ist, was ich schade finde, es ist diesmal nur in einer Perspektive geschrieben und zwar aus Cassandras Sicht. Das fand ich ziemlich schade, weil beim
ersten war es so, da war nicht nur dieses Zeit, sondern halt auch die Kapitel waren halt mal aus Isens Sicht geschrieben und mal aus Cassandras Sicht. Und diesmal ist alles nur aus Cassandras Sicht, was sie so, ja, sage ich jetzt mal, herausfindet, um halt ja, die Vergangenheit aufzuarbeiten, um in der Gegenwart besser, glücklicher, zufriedener zu werden, um halt einfach auch mit der Vergangenheit abschließen zu können. Und es ist natürlich so eine Liebesgeschichte, wie das Ganze natürlich auch schon aufgebaut. Und man sieht es am Cover, der Untertitel sagt schon alles. Und ja, also hinten steht auch drauf, wirklich große Liebesgeschichten haben kein Happy End. Sie enden nie. Wie viele zweite Chancen kann man bei seiner ersten großen Liebe bekommen? Ja, das ist so, was sozusagen hervorstarkst ist. Ja, splendid, aber ich finde es toll, dass ich die goldenen Cover habe. Und so sieht das Ganze jetzt nebeneinander aus oder beziehungsweise am Buchrücken. Ist ja hier dieses Blau gehalten und beim ersten ist es hier so rot gehalten. Finde ich wunderhübsch. Bin sehr zufrieden damit. Ja. Gefällt mir sehr gut, diese Reihe. Und ich bin stolz, die goldene Coverauflage zu haben. Dann habe ich noch gelesen gehabt, den zweiten Band von Cassia und Kai. Und diese, ja, es ist im Fischer Jugendbuchverlag erschienen, hat 455 Seiten und kam 2012 raus. Und das ist der zweite Band dieser Trilogie. Es ist natürlich wieder so aus Cassias Sicht geschrieben und aus Kais Sicht. Und es geht auch, sage ich jetzt mal, gleich da weiter, wo man beim ersten Band aufgehört hat. Diesmal ist halt auch eine Karte von dieser Welt mit dabei, damit man sich das Ganze besser vorstellen kann. Und ja, mehr kann ich, glaube ich, ja, es ist in Kapiteln eingeteilt. Zu der Geschichte will ich jetzt überhaupt nichts sagen. Da ist, wie gesagt, spoilert, aber wenn man den ersten Band gelesen hat, kann man natürlich sich schon denken, um was es weitergeht. Der Titel sagt ja auch schon einiges. Und ja, mehr will ich dazu jetzt auch nichts sagen. Also ich freue mich auch schon auf den dritten Band, wie das Ganze jetzt ausgeht zwischen Cassia und Kai, da ja beide in verschiedenen, wie nennt man das, in verschiedenen Systemen aufgewachsen sind. Also Kai ist ja sozusagen ein Außenseiter vom System, der der Arbeitergesellschaft sozusagen ist. Und bei Cassia war es ja so, dass sie ja etwas Höheres ist und deswegen ja auch diese, ja, also sie durfte heiraten, Kinder kriegen, Ausbildung machen oder überhaupt die Schule besuchen, arbeiten, ja, sie bekommt eine höhere Arbeitsstelle. Und bei Kai ist das Ganze ja nicht so, er ist ja ein Ausgesonderter, aber nur weil seine Eltern sich gegen das System gestellt haben und ja, deswegen ist Kai sozusagen automatisch auch ein Außenseiter geworden. Und obwohl er dafür gar nichts kann, was sein Vater oder halt seine Eltern gemacht haben. Und er wurde aber damals mitbestraft und er darf nicht heiraten, er darf keine Kinder kriegen und er darf halt nur in diesen Sklavenlagern arbeiten. Und wenn er da als Kanonenfutter, sage ich jetzt mal, verwendet wird, stört das die Gesellschaft jetzt auch nicht. Also die, die dieses System halt aufgebaut haben. Anders wäre es da bei Cassia, die würden da extrem auf Sicherheit gehen, da ihre Gene, sage ich jetzt mal, so wichtig und wertvoll sind, da sie sich ja auch fortpflanzen darf. Ja, das ist so das grobe System, um was es halt auch im ersten Band geht. Und ja, und dann passieren halt natürlich noch so ein paar Sachen im ersten Band und ja, im zweiten geht es halt logischerweise weiter. Im zweiten muss ich sagen, ist es halt noch so, dass wir halt sehr, sehr viele Fakten bekommen,
was dieses ganze System natürlich genau auf sich hat und warum es das gibt und warum es diese Außenseiter gibt und was diese Außenseiter eigentlich genau sind und warum die einigen gewollt gegen das System sind. Und das sind halt diese ganzen Fakten, die wir halt bekommen. Es passiert halt nicht wirklich jetzt irgendwas, es sind halt diese ganzen Fakten, die auf uns eintrudeln. Und deswegen habe ich, deswegen denke ich auch, dass es viele den zweiten Band deswegen nicht so gut fanden. Aber ich muss sagen, man muss das Ganze ja auch irgendwie verstehen und in irgendeinem Band muss man ja diese ganzen Fakten unterbringen, damit man dieses ganze Weltsystem von dieser Geschichte versteht. Also das waren meine drei. Also ich war sehr begeistert. Bei dem muss ich sagen, da bin ich so zwiegespalten, was die Meinung angeht. Irgendwie finde ich es schon süß und knuffig. Aber auf der anderen Seite hat es auch nicht wirklich was mit der Reihe offiziell zu tun. Und da sie vorher nie irgendwie aufgetaucht ist oder so. Und aber so für zwischendurch ist vollkommen okay. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, bevor die Trommler jetzt hier weiter rumtrommeln, würde ich sagen, machen wir erst mal Schluss. Okay, meine Lieben, das war's von mir. Tschüss!